Merry hallo miteinander und willkommen zum 20. Türchen des Adventskalenders Kalenders mit dem Brinnaker beim Jorvik-Stall-Championat. Oh mein Gott. Ich hab fast nicht aufgepasst. I'm so, so sorry. Gerade noch so mitbekommen, dass es losgeht. Warum sind wir auf Platz 1? Okay, never mind. Hätte mich auch gewundert, wenn wir auf Platz 1 geblieben wären. Alright. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier gleich irgendwo schon hängen bleiben. Warum? Weil es immer so ist. Aber never mind. Ich bin auch immer viel zu aufgeregt. Manchmal bin ich viel zu hektisch und zu zittrig. Anstatt, dass ich einfach mal cool dranhock und mir denke so, yo. Gebt mein Kühler gerade allen Ernstes an. Ich platze. Das gibt's doch nicht. Nein, raus, weg. Oh mein Gott. Gebt mein Kühler gerade wirklich an. I'm sorry. Also tut mir leid für das Hintergrundgeräusch. Für das Sumsen. Also für das Brummen. Ich habe die Heizung so aufgedreht, dass ich hier wirklich gefühlt so ein bisschen Savannentemperaturen habe. Und dementsprechend ist mein Aquarium dann auch zu warm. Ab gewissen Temperaturen kühlt es dann, weil ich habe Axolotls und die dürfen halt nicht. Oh mein Gott! Genau deswegen mag ich das nicht. Und die können halt, die mögen die Temperaturen über 20 Grad nicht so. Das kann sie krank machen, deswegen bin ich da. Überfürsorgliche Mutti! Oh! Sakra, die Kurve. Alter. Jetzt hätte ich fast Nein! 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 Ich kack ab! Echt! Ich mag das Pferd nicht. Es tut mir leid. Es ist mein least favorite Winterpferd, außer das von diesem Jahr. Ist noch schlimmer, aber ich weiß es nicht. Ich komme nicht um die Kurven. Ich hab's noch nicht gesehen, als ich dieses Video hier aufgenommen habe. Deswegen, I'm excited. Ich bin mad. Ich bin mad. Es tut mir leid. Jedes Mal ist meine A-Taste wirklich kaputt. Ich brauche bald eine neue. Also, meine Damen und Herren. Nein, ich möchte es nicht mehr reiten mit Championat. Es tut mir so leid. Danke für die Glückwünsche, aber ich war nicht gut. Ich komme um keine Kurve. Die Sprünge sind so Timmy. Ich weiß auch nicht, warum ich es Ice-Ice genannt habe. Wahrscheinlich Ice-Ice-Baby. Ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Brinnacle auch habt. Viele mögen es ja, weil so ein bisschen einem Einhorn gleicht mit der Mähne. Aber es überzeugt mich nicht. Es tut mir so leid. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund, packt euch schön warm ein und ciao, Kakao.